Der Orkan Xaver macht in diesen Tagen einigen europäischen Ländern zu schaffen. Auch in Deutschland, insbesondere der Norden, ist davon betroffen. Aber auch die Altmark wurde nicht verschont. Aufgrund des Unwetters kam es im Landkreis Stendal zu mehreren Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, so wie hier am Stendaler Bahnhof. In der Nacht zu Freitag wurde gegen 3.50 Uhr in der Bahnhofstraße gegenüber der Frauenklinik ein Baum vom Sturm entwurzelt und blieb auf dem Dach der Fahrradanlage am Bahnhof liegen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und sicherte das Areal ab. Eine sofortige Beseitigung des Baumes vom Dach war in der Nacht noch nicht möglich. Deshalb wurde ein Bauzaun um die Fahrradanlage gestellt, damit sich niemand in Gefahr bringen konnte. Erst am Vormittag wurde der Baum durch die Freiwillige Feuerwehr Stendal beseitigt. Die Bahnhofstraße blieb bei dem Einsatz befahrbar. Menschen kamen nicht zu Schaden.